Hallo zusammen. Hope, was erzählen wir heute? Homeware. Gell? Also, es geht um schöne Homeware. Ich liebe das. Kaum komme ich heim, tue ich mich umziehen. Und aber das soll ein bisschen Style haben. Deshalb habe ich gedacht, ich bringe euch ganz tolle, die ich aus überall gesucht habe. Und zwar ein bisschen schickere, auch wenn Gäste mal heimkommen. Und solche, die etwas sportlich sind. Und andere, die effektiv nur für unter der Decke sind. Gell, Schätzeli? Das machen wir. Seit Jahren stehe ich hinter dem Label Juvia. Wahnsinnige Qualität, weil Homeware muss einfach qualitativ fein und kuschelig und eben nicht langweilig sein. Von dem her. Und die Juvia, finde ich, hat genau alles, das Package drin. Zwar Modernität, rein, coole Style, also die Passformen sind eben cool und auch die ganze Machart. Und ich zeige euch jetzt mal ein paar verschiedene von Juvia, die man kann sehr gut eben als Homeware brauchen, aber kann sie auch sonst für den Alltag brauchen. Also das zum Beispiel könnte ich gut auch mit einer Jeans tragen oder einer weißen Jeans und kann so rausgehen und mit den Hosen natürlich kann ich ins Training gehen oder eben die Haare schön umhängen, farbig und cool. Ah, ist das schön, einfach zu lesen, liegen. Meine Lieblings- und Fernsehschauen natürlich. Passion. Aber eben, wir sind jetzt bei den Kleidern und es ist auch wichtig, auch bei der Homeware, dass man dort ein paar kleine Tipps anwenden, die ich euch jetzt gebe. Und zwar das eine aufkrempeln. Also die meisten Hosen sind zu lang. Und das sieht irgendwie komisch aus. Der Schlabberlook ist lässig, wenn es schlabberig ist, aber er sieht besser aus, wenn er auch dort ein bisschen gestylt ist. Das heisst, Hosen aufkrempeln, das macht es immer gut, dass sie nicht zu lang sind, sondern aufkrempeln. Man kann sie auch ein bisschen aufziehen, dass es hebt am Bädchen. Die Ärmel hindern, das sieht lässig aus. Vorne rein shoppen, vor allem, wenn man so schöne Bördli hat, mit einem schönen Schnürli. Also hier das Mäschli super machen. Und so sieht das cool, lässig und ein bisschen gestylt aus. Ohne Jumpsuit geht es gar nicht. Ja? Rossi-Style, Luisa-Style. Juvia hat ganz, ganz schöne Jumpsuit. Natürlich in dieser Qualität, die einfach himmlisch ist zum Reisen. Da müsste ich eigentlich nur einen Hoodie drüber anlegen oder sogar einen schönen Blazer und könnte so auf die Reise gehen. Oder einfach ein Sweatshirt drüber, sogar eine Lederjacke. Also du hast viele Möglichkeiten, so einen anzulegen. Es gibt ihn auch in Uni. Ganz verschiedene, aber ich finde, so eine ist super viel, viel wert. Ich habe so viel Reisen, gehört der einfach in meinen Koffer rein. Ich könnte eigentlich unendlich schöne Homeware zeigen, wie Juvia, die haben super Sachen. Auch zum Beispiel diese Variationen finde ich ganz, ganz lässig. Es soll ein bisschen Spass machen, schön im Detail sein, genau das macht es aus. Schöne Details, schöne Qualitäten und dann hat man lange Spass an dem Homeware und kann es vielleicht sogar gut gestylt eben auch für den Alltag brauchen. Also wenn es ganz gemütlich wird zu Hause bei den Festtagen und man hat auch Gäste, die gemütlich sind, wieso nicht auch einmal so sich bewegen im schönen Summit Outfit von Zimmerli. Zimmerli hat wunderschöne Qualitäten. Ich finde den Homeware in dem schönen Weinrot einfach ein Traum. Und ich finde, da kann man sich ruhig zeigen. Wichtig ist noch, was für Pantoufeln. Also da die falschen Schuhe wären nicht richtig. Aber es kann eine schöne Ballerina sein. Dann ist es tiptop. Ich finde gepflegt, gemütlich. Und voilà. Und Hop, was meinst du? Gefalle ich dir? Entweder hat man im Bett das T-Shirt vom Schatz an oder man hat eben auch schöne Nachtwäsche an. Also ich habe beides. Aber jetzt habe ich wunderschöne Bettwäsche an, Nachtwäsche an, die weich ist, wo nie irgendwelche Etiketten beißen. Das ist mir auch wichtig. Schöne Baumwolle, das ist vor allem sehr wichtig. Nichts Synthetisches drin. Jetzt habe ich etwas von Kalida an. Und ich finde, die Hose kann ich auch sonst brauchen. Die ist lässig, die hat Taschen auf der Seite. Das schätze ich auch bei meinem Bischi, wenn man Taschen die Hände rein tun kann. Ja, und die kann ich auch sonst brauchen als Homeware auch zuhause, aber es ist so fein, dass es eben auch fürs Bett gut ist. Letzte haben im BKZ die Girls von der Deko Bischis versorgen. Sag ich, haben wir jetzt neue Bischis im Sortiment? Und sie sagt, ja, es ist etwas ganz, ganz Neues, und zwar aus Schweden. Und mit der Technologie, dass wirklich für einen besseren Schlaf die Temperatur ausgeglichen wird. Also die Schweizer, ja, für mich, immer schwitzen, ist das natürlich das Perfekte. Und gleich noch stylisch, wunderbar angenehm, mit schönen Features. Also ich finde es irrsinnig, du kannst es auch schön mit dem rumlaufen, sie sind auch vom Schnitt her lässig und du kannst sie untereinander kombinieren, die verschiedenen Farben. Absolut ein super Produkt, eben für alle die Frauen und auch Herren, ist natürlich auch für beides, die Probleme haben mit Wärme, mit Überhitzung oder Frieren, alles mögliche. Also wunderbares Design. Ich finde, es lohnt sich zum Reinschauen und ich finde es einen schönen Abschluss für eine gute Nacht von meinem Lifestyle-Tipp. Mit ganz vielen schönen Likes und Abonnenten kann ich sicher besser schlafen.
Danke viel mal. Und wenn ihr eben, wie gesagt, abonnieren könnt auf diese Seite und zum Weiterschauen andere Berichte auf die andere Seite. Und für die Likes, ihr wisst ja, wie das läuft. Und auf denen freue ich mich immer. Ciao, ciao zusammen und buonanotte.